Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Huch von der Gothic 2 hier im Söldnerlager, also bei Onas Hof, wenn man es genau will. Ich weiß gar nicht, warum er sich so. Ich bin gerade überlegen, wie ich es jetzt am besten mache. Weil für ein paar Aufgaben bräuchte ich vielleicht dann doch ein besseres Schwert, deswegen hätte ich jetzt eigentlich gesagt, ich gehe zurück zum Hafen, also zurück nach Kurines. Und was brauchst du? Hol mir zumindest mal das Schwert, oh, sogar drei. Wäre vielleicht besser. Weil mit dem Degen da, den ich jetzt habe, da reiße ich hier gerade noch nicht so viel. Ist jetzt ein bisschen blöd, hier den ganzen Weg nochmal zurücklaufen zu müssen, aber ist vielleicht besser. Halt, Moment, wenn ich sowieso. Halt, Moment, dann nehme ich noch einen Auftrag an. Wenn ich gerade sowieso hier bin. Ich weiß gar nicht, ob ich den Auftrag zuerst brauche. Ne, ich glaube, ich kann es auch so finden. Ach, egal, wenn ich schon hier bin. Wo ist er denn? Der ist es. Wie sieht's aus? Hey, kenne ich dich nicht irgendwoher? Kann schon sein. Ich habe damals in der Kolonie mit Sumpfkraut gehandelt. Weißt du noch? Und womit handelst du jetzt? Ach, frag nicht. Ich hatte ein ganzes Paket Sumpfkraut aus der Minenkolonie mitgebracht. Viele von den Söldnern rauchen gerne mal einen. Ich habe eine hübsche Stange Geld nebenbei verdient. Aber irgendein Mistkerl hat mir das ganze Kraut aus meiner Truhe gestohlen. Bin mir ziemlich sicher, dass es dieser Bodo war. Er hat sein Bett im selben Raum wie ich und er grinst mich immer so dämlich an. Was willst du jetzt mit dem Dieb machen? Irgendwann werde ich ihn dabei erwischen, wie er mein Kraut wegraucht. Und dann werde ich mir ein ruhiges Örtchen suchen und ihn mir mal zur Brust nehmen. Wenn ich ihn hier mitten auf dem Platz umhaue, kriegen es die anderen Bauern mit. Und ich kann mich dumm und dämlich bezahlen. Warum das? Ganz einfach, wir dürfen uns nicht an den Bauern vergreifen, sonst knöpft uns Lee ein fettes Strafgeld ab. Ona will das so. Und je mehr Zeugen es gibt, desto mehr Wind wird gemacht. Das macht die Sache teurer. Also werde ich die Sache schön unauffällig abziehen. Man weiß gar nicht mehr, wie man sich hat. Ich will mich Lees Leuten anschließen. Lees Leute? Wenn Lee so weitermacht, sind das bald nicht mehr seine Leute. Wieso? Lee war immer schon ein ruhiger Vertreter. Das war schon damals in der Kolonie so. Aber in letzter Zeit übertreibt er es. Er will, dass wir hier sitzen und einfach abwarten, bis die Paladine ausgehungert sind. Silvio ist der Meinung, wir sollten mal ein bisschen auf den kleinen Höfen und vor der Stadt aufräumen. Ich glaube, das wäre mal eine gelungene Abwechslung. Zurzeit drehen die meisten von uns hier nur Däumchen. Willst du dich uns trotzdem anschließen? Ich will auf jeden Fall bei euch mitmachen. Du weißt bestimmt schon, dass über jeden Neuen abgestimmt wird. Worauf willst du hinaus? Naja, ich hatte lange nichts mehr zu rauchen. Bring mir ein paar Stängel Sumpfkraut und meine Stimme gehört dir. Du kannst bestimmt irgendwo was auftreiben. Wegen des Sumpfkrauts. Hier hast du ein paar Stängel. So wenig? Das habe ich doch in einem Mal weggeraucht. Also 10 Stängel müssen es schon sein. Immerhin gebe ich dir meine Stimme für die Aufnahme bei uns. Ah, okay, ich wusste, wie viel ich habe. Zeig mir deine Ware. Ich habe zurzeit kein Sumpfkraut. Willst du was anderes? War das doch nicht der? Sumpfkrautpaket für Bruders? Oder war das eher hier? Was war mit ihm noch? Da. Was rauchst du da? Willst du mal ziehen? Willst du mal ziehen? Klar. Nicht schlecht war's. Wo hast du das Zeug her? Ja, erstmal eine Rauch. Erstmal Pause machen. Ich hab so meine Quellen. Wow. Machst du noch was anderes, außer zu rauchen? Zurzeit nicht. War klar. Cypher hat mir erzählt, ihm wäre ein Paket Sumpfkraut gestohlen worden. Hast du was damit zu tun? Nein.
Ist klar. Hat sich sehr vertrauenswürdig an. Wo ist das Paket? Was weiß ich? Ich glaube, das bringt eigentlich nichts, wenn man sie mal rausbringt. Der hat wirklich keine Ahnung. Also dann weiß ich sowieso, wo das Paket ist. Deswegen lassen wir das jetzt mal kurz. Das hat sowieso keinen Sinn. Der ist sowieso so high. Boote brauchen wir gar nicht erst drehen. Dann gehen wir mal. Oder gibt es, sagt Lee noch irgendwas zu uns? Aber wir können ja noch kurz mit Lee reden, wenn wir sowieso da sind. Torloff brauchen wir gerade nicht. Gehen wir mal zu Lee. Wo willst du denn hin? Na, ins Haus. Ona bezahlt uns, damit wir Typen wie dich hier nicht reinlassen. Ich will mit Lee reden. Was willst du von ihm? Ich will mich den Söldnern anschließen. Aha. Frisches Kanonenfutter. Dann geh mal rein. Lee ist im rechten Flügel. Lass dir ja nicht einfallen, dich woanders rumzutreiben. Aber vor allem lass Ona in Ruhe. Er steht nicht drauf, wenn man ihn unaufgefordert anquatscht. Schon gar nicht bei Typen wie dir. Wir haben ihn natürlich doch noch gekriegt. Naja. Gehen wir mal zu Lee. So. Schlingen wir uns hier durch. Wer zum Teufel hat dich denn hier rein? Was machst du denn hier? Ich dachte, du wärst tot. Wie kommst du denn darauf? Gorn hat mir erzählt, dass du es warst, der die Barriere zum Einsturz gebracht hat. Das war ich auch. Ich hätte nicht gedacht, dass ein Mann so etwas überleben kann. Was treibt dich her? Du bist doch nicht ohne Grund hier. Ich muss dringend mit den Paladinen in der Stadt reden. Kannst du mir helfen, zu ihnen zu kommen? Was willst du von den Paladinen? Das ist eine lange Geschichte. Ich habe Zeit. Also Xardas hat mich auf eine Mission geschickt. Er will, dass ich ein mächtiges Amulett beschaffe. Das Auge Innos. Du bist also noch immer mit diesem Dämonenbeschwörer im Bunde. Verstehe. Und die Paladine haben dieses Amulett? Soviel ich weiß, ja. Ich kann dir helfen, zu den Paladinen zu kommen. Allerdings erst, wenn du einer von uns bist. Wie kannst du mir helfen, zu den Paladinen zu kommen? Vertrau mir. Ich habe einen Plan. Und ich glaube, du bist genau der Richtige dafür. Ich bringe dich zu den Paladinen und du tust mir dafür einen Gefallen. Aber zuerst schließ dich uns an. Was genau tust du hier? Ganz einfach. Ich werde dafür sorgen, dass wir alle von dieser Insel wegkommen. Ona hat uns angeheuert, damit wir seinen Hof verteidigen. Und genau das tun wir auch. Aber unser Lohn ist mehr als nur unser Sold. Indem wir den Bauern helfen, schneiden wir die Stadt von ihrer Versorgung ab. Und je weniger die Paladine zu essen haben, umso eher werden sie zuhören, wenn ich ihnen schließlich ein Friedensangebot mache. Wie soll dein Angebot aussehen? Im Wesentlichen geht es um unsere Begnadigung und um freie Überfahrt zum Festland. Du wirst mehr erfahren, wenn es soweit ist. Gorn hat von mir erzählt? Was ist mit ihm? Du kennst ihn doch noch, oder? Klar. Er hat sich von den Paladinen schnappen lassen und ist mit einem Strafkonvoi zurück ins Minental geschickt worden. Wenn der Weg zum Minental nicht mit Paladinen und Orks gepflastert wäre, wäre ich schon mit ein paar Jungs losgezogen, um ihn zu befreien. Aber so hat es keinen Sinn. Armer Teufel. Na gut, war doch nichts mehr. Dann gehen wir jetzt doch wieder zurück zur Stadt. Ja, wer sich erinnert, Lee hat ja noch eine Rechnung mit dem König offen. Er wurde ja, beziehungsweise nicht direkt mit dem König, eigentlich eher mit seinen Vasallen, weil er wurde ja wegen... Ihm wurde ja den Mord der Frau vom König angehängt, wodurch er überhaupt in die Minenkolonie gekommen ist und er wollte sich ja rächen. Kam er mal kurz in Gothic 1 vor und seitdem will er eben wieder aufs Festland. Deswegen verfolgt er immer noch diesen Plan, High Fester. Ja, und Gorn werden wir später noch im Minental wieder treffen, weil wir werden später auch ins Minental wieder gehen. Müssen sogar Auftrag von ganz oben und so. Wir werden jetzt erstmal den ganzen lang. Habe ich nicht irgendwas, womit ich schneller laufen kann? Irgendein Trank der Geschwindigkeit zufällig? Trank Geschicklichkeit? Glaube ich nicht. Habe ich Snapperkraut bei? Komm.
wenigstens für 15 Sekunden. Bisschen hetzen. Querfeld ein. Ist zwar nicht lange, aber immerhin besser als nix. Ja, passt das hier weg. Wow, hat's voll gelohnt. Tja. Wie gesagt, ich freue mich auf Kapitel 3. Telepathrunen! Oder ich mach's so, ich mach hier einen Schnitt und wir sehen uns dann gleich wieder in der Stadt, weil... Oder kann ich irgendwas erzählen, damit es jetzt nicht so langweilig wird? Okay, der Plan ist ja gerade zur Zeit. Ich mache noch ein paar Aufträge bei den Söldnern. Im Prinzip die Aufträge, ob bei der Miliz angenommen zu werden, das ist ja, die haben wir eigentlich im Prinzip schon gemacht, weil es ist einfach bloß Bürger der Stadt werden, womit das haben wir erfüllt, dadurch, dass wir Lehrling bei Harald geworden sind. Deswegen machen wir jetzt noch ein paar Söldneraufträge. Und, genau, ich muss sowieso nochmal zurück, weil ich muss noch zu Skip, dem Piraten. Weil wir müssen ja noch rausfinden, wo Dexter genau ist. Also ich weiß natürlich, wo Dexter ist, aber er weiß es noch, also das Spiel weiß es noch nicht genau. Ja, das müssen wir noch machen. Ich hoffe, dass ich mit das Schwert dann irgendwann, also das Schwert kaufen wir jetzt dann ein, dann können wir dann das hoffentlich bald ausrüsten, dann können wir ein bisschen die Banditen aufmischen. Und dann können wir hoffentlich bald... Ja, dann sollte man am besten noch einen Vize werden natürlich. Und dann geht es sowieso ein bisschen im Kloster ab, da die Aufgaben machen. Um, ja, dann Feuermagier zu werden im Endeffekt. Also wenn wir dann Feuermagier sind, können wir endlich in Kapitel 2 eintreten. Das wird noch ein langer Weg. Ich glaube, da werden noch ein paar Folgen, ein paar Safe-Games rausspringen. Aber wo Safe-Games, könnte man speichern. Und ja, so, das ist jetzt so ziemlich der Plan für die nächste Zeit. Wassermagier werden wir noch besuchen gehen. Ornamente sammeln, obwohl machen wir das erst im zweiten Kapitel. Wie war das nochmal am geschicktesten? Ich glaube, wir werden zuerst ins Minental gehen. Und dann nach Jakenda. Ja, doch. Werden wir so rummachen, aber bis wir soweit sind, müssen wir sowieso erst ins zweite Kapitel. Aber was waren die Voraussetzungen überhaupt, nach Jakenda zu dürfen? Irgendwas war da noch. Mit Gemeinschaft ist klar, muss ich mich anschließen. Und sonst... Wirklich? Das ist ja interessant. Da war nochmal irgendwas. Okay, die Ornamentteile muss ich zusammensammeln. Das muss ich sowieso in die Oberstadt können. Irgendwas war da, glaube ich, noch. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, was es war. Werden wir ja dann sehen. So, wie viel Rohstoffe habe ich noch? Ich glaube, ich habe noch 3 Glühende oder so. 5 Glühende. Und an diesem Ort waren Ordnung und Chaos zugleich. Nee, jetzt hängt das selber an der Schmiede dran. Hey, du. Move dich. Warte mal, ich kann kurz... Da bist du ja wieder. Kurz mit ihm reden. Geht er nämlich weg. Drehen, Amboss. Halt, gewöhnliche Waffen. So. Ach Gott. Ich finde es irgendwie blöd, dass Erzwaffenschmied schon drin ist, obwohl ich noch gar keine einzige Erzklinge kann. Womit denn? Ah, sind wir schon fertig. Dann habe ich jetzt. Wo viele Klingen habe ich? Kann ich einen besseren Bogen? 5 Geschicklichkeit fehlt mir, das werde ich sowieso noch lernen. 12 Klingen macht. Müsste 3000, glaube ich, machen. Hey, you! Da bist du ja. Ja, servus. Ich grüße dich auch. Ich will meine geschmiedeten Waffen verkaufen. Gut. Gib her. So, und hier hast du deinen Lohn. Ja, läuft. 3000. Damit kann ich mir auf jeden Fall das Schwert kaufen. Wäre ich ins Hafenviertel. Ich muss vorsichtig sein. Dann gehen wir mal zu Martin. Der Milizsoldat. Das wird noch viel schlimmer. Ich weiß gar nicht, wie viel habe ich vom Hafenviertel eigentlich schon gezeigt? Bei Mo war ich garantiert noch nicht drin. Bei der Roten Laterne war ich garantiert auch noch nicht.
Ich glaube da nicht dran. So, da ist das Lager der Paladine. Und wir gehen in der nächsten Folge dort hinein. Bis dann. Ciao.